Jo, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung in diesem Jahr, unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer freitags eine freie und offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt uns unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, das ist der Jens. Und Jens ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Jens. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Vielen Dank. Und dir? Ja, den Umständen entsprechend gut. Sagen wir mal so. Was ist da der Grund deines Anrufes? Also, das Jahr 2002 war bei mir das bis jetzt turbulenteste im Leben. Du meinst 6? Ja, 2006. Jetzt. 2006, ja. Ja, ja. Weil das ging los, im März ist mein Vater verstorben. Mhm. Ganz plötzlich, der hat einen Herzinfarkt am Steuer gehabt. Wie alt war er? Der war 50 Jahre alt. Mhm. Mhm. Und das war dann im Nachhinein darauf hin zurückzuführen, dass er stark übergewichtig war. Mhm. Und da haben wir allgemein in den Jahren schon davor immer wieder Zoff auch in der Familie gehabt, weil wir auch wussten, dass er dann früher oder später irgendwann einen Herzinfarkt kriegt. Ja, ne? Und er war nicht so einsichtig und hat sich nicht verändert in seinen Angewohnheiten? Nee, hm. Eigentlich nicht. Nee. Wie war das? Du sagst, er hatte einen Herzinfarkt während des Autofahrens gehabt? Ja, er hat zum Glück an der roten Ampel gestanden. Ja. Das ist an dem Tag, das ist sowieso so eine komische Story gewesen. Das war dieses Jahr am 17. März. Das war hier bei uns in der Stadt, war das ein relativ warmer, also der erste warme Frühlingstag, kann man sagen. Mhm. Und dann hat er gar nicht so weit weg von uns, das war die nächste Hauptstraße neben unserem Wohngebiet, ja, hat er an der roten Ampel gestanden, wohl auf dem Weg von der Bank zurück. Mhm. Und am Steuer, rote Ampel, er hat irgendwie, keine Ahnung, die Handbremse war noch angezogen, macht er öfters an roten Ampeln, jedenfalls hat er dann da einen Herzinfarkt bekommen und war innerhalb von 2-3 Sekunden wohl tot. Ach, er ist direkt im Auto verstorben. Ja. Das heißt, als die Hilfskräfte kamen, war jede Hilfe zu spät. Genau. Mhm. Da war noch ein Zeuge da, der hatte das beobachtet, wie der Wagen die Spur langsam zurückgerollt ist, weil das so ein leichter Hang war. Mhm. Und da ist der Wagen 35, 40 Meter zurückgerollt in ein... Obwohl die Handbremse angezogen war. Ja, obwohl die Handbremse angezogen war. Die war ganz leicht angezogen. Ja, da war sie nicht ganz fest, ja. Mhm. Ja. Und der Wagen war aber noch an und im Leerlauf. Der Leerlauf war auch getreten, ja. Mhm. Und aber es war ein Gang drin. Mhm. Und jedenfalls, der Wagen ist zurückgerollt in ein Grenzgebüsch, in so ein Grenzgebüsch in der Mitte von getrennten Straßen halt. Ja. Und da ist er reingerollt und der Passant direkt zu ihm hin. War nichts mehr zu machen. Mhm. Also er war mausetot. Jetzt hast du gerade am Anfang, als wir begonnen haben zu sprechen, das hörte sich sowieso in eine Aufzählung an. Im März ist mein Vater gestorben. Genau. Kamen dann noch mehrere gravierende Dinge für dich in diesem Jahr auf dich zu? Ja, es gibt jetzt eine Sache, die halt sehr gravierend ist, auch bis jetzt halt, die mit dem Tod meines Vaters zusammenhängt. Mhm. Und zwar der gute Mann, der war gerade ein paar Tage unter der Erde. Da hat meine Mutter schon wieder den ersten Freund gehabt. Ach. Er war ein paar Tage unter der Erde? Ja, wirklich. Also wirklich, eine Woche oder so? Ja, lass es vielleicht 14 Tage sein. Ja. Ja, und da hat meine Mutter schon wieder den ersten Freund gehabt. Ne? Es war gerade wieder warm. Und das hatte dann nicht lange gehalten. Ja. Die hatten sich wegen irgendwas getroffen gehabt. Wo hat sie den denn so schnell kennengelernt und getroffen? Ja, irgendwie aus irgendeiner entfernten Kneipenbekanntschaft, irgendwie sowas war ja. Das. Wohnst du noch zu Hause bei deiner Mutter? Im Moment noch, aber ich habe vor, Anfang Januar auszuziehen. Ja, das heißt, du hast das dann wirklich mitbekommen, dass da schon wieder ein neuer Mann auftauchte? Ja, natürlich. Bis jetzt ist es, also im Moment hat sie den fünften Freund jetzt. Sie hat den fünften Freund schon? Ja. Sie ist jetzt beim fünften Freund. Wie erklärst du dir das? Das ist doch ein sehr ungewöhnliches Verhalten, oder? Ich weiß es nicht. Das ist, ich weiß nicht, was in meiner Mutter vorgeht. Ist es vielleicht irgendwie eine für viele Leute nicht nachvollziehbare Art, mit der extremen Trauer umzugehen? Oder? Ja, natürlich. Den Gedanken habe ich auch gehabt. Wie war denn die Ehe zwischen deinen Eltern? Du kannst es ja einigermaßen beurteilen. Du warst ja nah dran. Ja, also doch, war schon vorhanden, doch. Wie war schon vorhanden? Also... War die gute Ehe? Ich sag mal, eine Ehe, die haben schon einen Zusammenhang gehabt, die beiden, ja? Ja.
Aber trotzdem irgendwie, ich weiß es nicht. Ich meine, ich verstehe das, wenn meine Mutter dann großartig sich auslassen will, weil das ihre Art ist, dann mit der Situation fertig zu werden. Wie war denn ihre erste Reaktion, als sie das erfahren hat, dass ihr Vater verstorben ist? Ja, sie ist erstmal fast zusammengebrochen, ne? Ja. Also sofort tiefe Trauer da gewesen. Und bei mir war das auch nicht anders. Ich habe es gerade geschafft, in klarem Kopf meinen damaligen Klassenlehrer anzurufen, um mir ein paar Tage frei zu nehmen, bevor ich das vergesse. Und danach habe ich dann schon in Tränen meine Freundin angerufen. Die ist dann auch ganz schnell gekommen. Und Gab es viel Streit zwischen deinen Eltern? Ja, immer. Immer eigentlich, ja. Also es war immer ziemlich, ich sag mal, das waren hitzige vier Wände bei uns. Also immer gut geheizt, ja. Da war immer irgendwie ein bisschen Krach im Busch und mit mir hat er auch oft seinen Krach gehabt oder ich mit ihm, wie man sieht, weil ich aus seiner Sicht immer mal wieder, es ging immer wieder um Kleinigkeiten, die habe ich dann angeblich wieder falsch gemacht, wieder dies und das. Glaubst du denn, dass die Ehe, du sagtest gerade schon, da war ein Zusammenhalt. Na gut, Zusammenhalt ist ein weiter Begriff. Glaubst du, dass die Eltern sich wirklich noch tief geliebt haben? Ich weiß nicht, wie es von meinem Vater aus war, aber von meiner Mutter aus glaube ich es nicht, weil das beweist mir ihr Verhalten jetzt, weil das kann kein reines Fertigwerden-Wollen sein. Das muss schon was anderes sein. Sie kann ihn nicht richtig geliebt haben. So auch wie sie über ihn spricht, jetzt nachdem er unter der Erde... Wie spricht sie denn über ihn? Ja, erstmal halt, er ist selber schuld, dass er gestorben ist. Das ist normal. Wenn man da wirklich die Schuld dran hat, dann sagt man das auch, ja. Aber dann halt, dass sie froh ist, dass er weg ist, dass wir ohne ihn im Grunde besser dran sind. Ehrlich, das sagt sie? Ja, sowas in der, ja. Aber das muss für dich doch ganz schlimm sein, das zu hören, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht immer so gut mit dem klargekommen und in manchen... Aber es war dein Vater. In mancher Hinsicht war er auch wirklich ein Arschloch. Ich hätte wirklich Grund, das zu sagen. Und ich sag das auch öfters mal so, wenn mir irgendwie schnell was über den Mund fährt. Aber so im Grunde denke ich mir doch immer so, war immer mein Vater, ich habe mit dem zusammengelebt und... Also, ich sage jetzt mal was ganz Provokantes. Kann es sein, dass deine Mutter froh ist, dass er nicht mehr bei ihr lebt, sodass sie jetzt ihr Leben auskosten kann? Das unterstelle ich ihr fast. Hast du es ihr so schon mal gesagt und hast du mit ihr darüber gesprochen? Nee, das noch nicht. Also ich habe mich jetzt seit einigen Wochen vermeide ich schon jede größere Unterhaltung mit ihr, weil ich jedes Mal wieder mit demselben Mist vollgeschwaffelt werde, immer nur mit den aktuellen Stories vom aktuellen Freund. Aber als der Erste auftauchte da, schon nach ein paar Tagen nach der Beerdigung, hast du denn da nicht mit ihr gesprochen? Hier, was ist das, was soll das, warum tust du das? Nee, ich habe da ordentlich Zores geschoben bei uns zu Hause, das ist klar. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, das ist mir auch egal. Du kannst bei diversen Sachen hast du ein Mitentscheidungsrecht bei mir, wo ich dein Sohn bin, obwohl ich schon volljährig bin. Mhm. Aber auf deiner Seite möchte ich auch gerne mitreden, wenn du jetzt solche Aktionen schiebst. Wie erklärt sie sich denn? Ja, sie sagt nur, ja, sie ist so alleine die ganze Zeit und das ist so schwer. Sowas kommt dann. Ist sehr schwer, in einen Menschen hineinzuschauen und es ist sehr schwer auch zu urteilen. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Ja. Das, was du mir jetzt erzählt hast, klingt natürlich auch, macht mich auch schon ein bisschen stutzig, dass es vielleicht sogar, das ist natürlich ein hartes Wort, wenn man das so sagt, in irgendeiner Weise eine Erleichterung für sie ist, dass sie nicht mehr in den alten Verhältnissen lebt. Ja. Vielleicht. Wie sie jetzt damit umgeht, ich meine, es ist ihr Leben. Und wenn du jetzt ausziehst, dann ist es geht es sich nichts mehr an, was sie da zu Hause macht und wie sie mit wem verkehrt. Ja, eben. Es würde mich hätte es auch irritiert, aber vielleicht gibt es schon einen Zusammenhang zwischen der Ehe, wie hat sie sich in der Ehe gefühlt und jetzt. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Vielleicht ist es auch eine Überreaktion auf den Schock, den sie erlebt hat. Ich weiß es nicht. Es kann alles sein. Vielleicht, wie lange waren die verheiratet? Die waren 11 Jahre verheiratet. 11 Jahre? Und du bist aber der Sohn von den beiden? Ich bin der Sohn von meiner Mutter und mein Vater ist mein Adoptivvater. Den habe ich mit 8 Jahren kennengelernt. Ah ja. Das war aber am Anfang in dem Sinne kein Problem. Ne? Gab es andere Männergeschichten, die deine Mutter hatte während der Ehe? Hast du da irgendwas mal mitbekommen? Nee, während der Ehe... ich weiß nicht, das gab dann immer so mal Eifersüchteleien von meinem Vater, aber ich nehme nicht an, dass er da was gehabt hat, glaube ich nicht. Ja. Wie ist es denn heute für dich? Lassen wir noch mal ein paar Worte über dich reden. Wie gehst du denn jetzt mit deiner Trauer um? Es liegt jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr zurück, das Unglück. Wie fühlst du dich? Meine Trauer an der Geschichte, ich habe das immer wieder, also nach außen hin komme ich sehr, sehr gut mit der ganzen Geschichte klar.
und kann da auch offen drüber reden und locker flockig, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, wo mir dann sowas rausrutscht, wie, ach, ist nicht schlimm, dass der unter der Erde ist oder sonst irgendwas, ja. Aber so manchmal habe ich dann doch so meine Phasen, die dauern dann immer mal so 2-3 Tage, wo ich dann wieder sehr, sehr nachdenklich werde über den Tod auch allgemein und so. Wird sicherlich auch immer wieder hochkommen und immer wieder passieren. Ja, ja. Und jeder Mensch hat so sein eigenes System, wie er trauert. Bei manchen dauert es ein Jahr, bei manchen 5 oder 6 oder noch länger Jahre. Ich würde an deiner Stelle, wenn es auch noch so befremdlich ist, deine Mutter in Ruhe lassen. Ja, nur sicher. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine ruhige Minute, wo du sachlich mit ihr sprechen kannst und sie dir das eventuell mal erklärt. Und vielleicht bekommst du dann Dinge zu hören, die du bisher noch nicht so erfahren hast. Ja, ja, ja. Ja, das wäre vielleicht mal wichtig. Glaube ich auch, ja. Also du willst aber jetzt nächstes Jahr ausziehen, ne? Habe ich gerade. Ja, richtig, jetzt zum Januar. Ja. Mein Lieber. Ja. Jens, dann wünsche ich dir einen guten Start in die Eigenständigkeit. Ja, ja. Was machst du? Ja, bist du noch Schüler? Oder was machst du? Bist du Schüler noch? Oder? Ja, ich bin eigentlich Azubi, habe die Ausbildung aber verloren im Oktober. Oh. Ja, das ist eine andere Geschichte. Das ging auch damit zusammen, weil ich zu Hause war und mich um meinen Bruder mehr gekümmert habe auch. Mhm. Und irgendwann bin ich so aus dem Takt gekommen, so, dass ich dann irgendwann einfach nicht mehr hingegangen bin. Ne? Ja, und wie soll es weitergehen? Hast du irgendwas Neues in Aussicht oder Pläne? Ja, ich hoffe es. Also ich kümmere mich auf jeden Fall drum im Moment. Musst du. Was hast du für eine Ausbildung angefangen? Das war IT. Ah ja. 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 Ich wünsche einen guten Start ins neue Jahr und viel Glück für das Jahr 2007. Das Jahr 2006 war ja dann hart genug für dich. Ja, ja. Alles Gute, mein Lieber. Okay. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050. Wenn ihr mich gerne erreichen wollt, dann meldet euch oder über Telefon oder meldet euch über die Mailadresse domian@wdr.de. Das ist unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. Ich würde mich freuen, wenn wir noch miteinander sprechen könnten. Uli ist hier. Uli ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Uli. Ich wollte mit dir über meine jetzige Beziehung sprechen, die ziemlich hinüber ist, sage ich mal. Ja, was ist denn da passiert? Ich bin seit 2000 mit meiner Freundin zusammen. Anfangs lief alles super. 2002 haben wir das erste Kind gekriegt. Nicht geplant. Ein Jahr später kam das nächste Kind. Und dann fing das an, dass sie abends immer weg war und ja, teilweise dann die ganze Nacht weg. Jedenfalls hat sich dann herausgestellt, dass sie fremdgegangen ist. Moment, da waren 2 kleine Kinder und sie war objück? Ja, richtig. Aha. Die Kinder haben sie ja eigentlich nie sonderlich interessiert. Wer hat sich in der Nacht um die Kinder gekümmert? Du? Ich? Du? Ja, ja, sicher. Ja. Jedenfalls habe ich sie dann irgendwann mal zur Rede gestellt und da hat sie nicht richtig mit der Sprache rausgerückt. Dann habe ich sie mehr oder weniger vor die Tür gesetzt und das dauerte auch keine 5 Minuten. Da kam dann irgendein Auto angefahren und hat sie dann mitgenommen. Wann war das? Das war 2004. Ja. Dann hat sie erstmal ein paar Wochen nichts von sich hören lassen. Die Kinder hat sie auch nicht nachgefragt. Also das hat sie alles gar nicht sonderlich interessiert. Wie ist das erklärbar, dass sie sich nicht um die Kinder kümmert? Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das mal wüsste. Sie ist die Mutter. Verstehen. Sie ist die Mutter. Ja, richtig. Wie alt ist deine Freundin? 23. 23. Ja. Gut, da war sie ja noch recht jung, als die Kinder kamen. Das stimmt. Wieso habt ihr nicht ordentlich verhütet? Gute Frage. Ja, sehr gute Frage, die aber immer berechtigt ist, ne? Ja, das stimmt. Gut, ich wollte eigentlich immer Kinder haben und wir hatten auch öfter mal drüber gesprochen, hin und her. Und naja, irgendwann hat es dann von meiner Seite aus her geklappt. Das heißt, sie wollte es eigentlich von Anfang an gar nicht so? Ja, sie war nicht abgeneigt, aber sie hat es jetzt auch nicht drauf angelegt. Ja, aber immerhin hat sie dann auch nicht verhütet oder dazu beigetragen? Nee. Insofern ist es dann passiert. Ich finde, dass man sich immer sehr genau Gedanken machen sollte, ob man wirklich Kinder will. Zu dem Zeitpunkt war aber alles in Ordnung. Von daher schien eigentlich nichts gegen zu. Okay, jetzt erzähl mal weiter. Wie ist der Stand der Dinge heute? Jedenfalls habe ich sie dann vor die Tür gesetzt. Dann war ich ein Jahr alleinerziehend. Was auch nicht ganz leicht war, dadurch, dass ich auch berufstätig war. Dann Oma geholfen, hin und her. Alle Achtung mit 2 so kleinen Kindern. Ja, ich hatte Gott sei Dank auch einen sehr netten Chef, der mir da viel Freiraum gegeben hat. Ja. So, ein Jahr. Jedenfalls war ich ein Jahr dann alleinerziehend. Hat sie sich denn während dieses Jahres um die Kinder ein bisschen gekümmert? Hat sie die Kinder mal besucht oder mal abgeholt oder irgendwas gemacht? Da haben wir eine
Regelung gefunden, dass alle zwei Wochen, dass sie dann die Kinder am Wochenende hatte. Ja. Und ja, innerhalb der Zeit, wo die Kinder bei mir waren, hat sie sich eigentlich nie gemeldet. Ab und zu habe ich da mal angerufen, dass die Kinder dann auch mal sie gehört haben. Ja. Also alles merkwürdige Verhältnisse. Wie ist es jetzt? Wie ist es im Moment? Jetzt ist sie wieder da. Mhm. Wie lange schon wieder? Seit 2005. Ja. Und ihr lebt auch zusammen? Wir leben zusammen, aber das ist mehr eine WG als eine Beziehung von meiner Sicht her. Warum? Wie kam es dazu, dass sie dann wieder zu dir gekommen ist? Weil ich sie mehr oder weniger drum gebittelt und gebettelt habe, weil ich extrem an ihr hänge. Ach, das hat dich nicht abgeschreckt, dass sie sich so abweisend euren Kindern gegenüber verhält, dass sie fremdgegangen ist? Ja. Da bettelst du noch? Ja. Und dann kamen sie zurück? Das kam vom Herz. Es ist einfach was. Ich hänge an ihr. Mhm. Verstand hat zwar gesagt nein, aber auch alle möglichen Leute, die das ja mitgekriegt haben, selbst ihre Eltern haben gesagt, dass ich bescheuert bin. Mhm. So, das heißt, im Moment ist es aber keine Beziehung mehr, sondern eine WG. Es ist, ja, sie redet zwar, dass wir zusammen sind und... Schlaft ihr noch miteinander? Nein. Wir schlafen zwar in einem Bett, aber das war's dann auch. Mhm. Auch nur von ihr kommt überhaupt nichts gut. Sie war noch nie der Mensch, die großartig da Gefühle zeigt oder so. Mhm. Aber ist es denn jetzt irgendwie eskaliert, dass du sagst, es geht jetzt doch so nicht mehr, irgendetwas muss passieren? Ja, an dem Punkt bin ich eigentlich schon lange. Ich weiß einfach nicht, was sie empfindet. Sie sagt nichts. Wenn ich sie darauf anspreche, ist sie stur und blockt einfach ab. Wenn ich sie nur berühre oder so im Bett mal streicheln will, dann kommt immer nur halt still, ich will schlafen. Mhm. Und so geht das jetzt schon seit Monaten und Wochen. Ja, seitdem sie mehr oder weniger zurück ist. Hat sie denn nebenher andere Männergeschichten laufen? Das ist eine gute Frage. Also sie hat mir immer wieder den Anschein gemacht, dass da irgendwas läuft. Ich bin viel unterwegs, dadurch weiß ich es einfach nicht. So, und dann hatte ich jetzt neulich, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, in ihr Handy reingeguckt. Ja. Die ganzen SMS, ist zwar scheiße, sollte man zwar nicht machen, aber... Allerdings, ja. Ich hab's gemacht und da waren dann etliche SMS, die eigentlich sehr darauf hinweisen. Mhm. So von wegen, ich würde jetzt lieber bei dir oder mit dir schlafen und... Ah ja, ich meine, das ist ja dann so deutlicher geht es ja gar nicht mehr. So Geschichten. Funktioniert denn diese WG? Funktioniert der WG-Alltag? Ja, ist halt wie eine ganz normale WG. Kümmert sie sich jetzt ordentlich um die Kinder? Nicht ganz so viel. Also, wenn sie die Möglichkeit hat, bringt sie die Kinder zu meiner Oma oder zu meiner Mutter oder zu ihrer Oma. Streitet ihr viel? Bitte? Streitet ihr viel? Nein, eigentlich gar nicht. Hm. Also klingt alles sehr, sehr krude, finde ich. Ja. Also da ist eine Frau, die sich um ihre Kinder nicht kümmert, großartig. Ja. Da ist eine Frau, die mit einem Typ zusammenwohnt, mit dem sie eigentlich gar nicht zusammenwohnen will. Der Typ bettelt an ihr, dass sie zurückkommt, kriegt aber auch nicht das, was er haben will. Mhm. Die Frau ist abweisend seit jetzt so langer Zeit schon und du hast es offensichtlich immer noch nicht kapiert, dass sie dich nicht will. Ja, und so wurstelt ihr da vor euch hin. Wenn ich spreche, dann sagt sie zwar ja, aber es kommt halt nichts richtig von ihr rüber. Ich meine, was brauchst du denn noch für Beweise, Uli? Wie oft muss man dich denn vielleicht noch auch demütigen? Du bist ja schon gedemütigt genug von der Frau, offensichtlich. Ja, das ist richtig. Gut, ich denke natürlich auch einen Schritt weiter mit den Kindern. Die hatten das jetzt einmal und da habe ich gesehen, das ist ein Jahr. Gut, es hat funktioniert, aber es war für die Kinder auch nicht so toll. Nee, aber das halte ich immer für ein vorgeschobenes Argument, jetzt die Kinder zu nennen. Wenn ihr beide nicht froh miteinander werdet und das letztendlich eine unglückliche Beziehung ist, ist das auch nicht gut für die Kinder. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, du müsstest letztendlich mal die Initiative ergreifen und mal wirklich Tacheles mit der Frau reden. Was würdest du von... Das Problem, wir haben uns schon auch mit einer Freundin von ihr, die hatte das auch mal vorgeschlagen, lass uns mal zusammensetzen, lass mal reden. Hm. Das haben wir
versucht und da waren halt, dass ich ihr nicht genug Freiraum gebe, dass ich ihr hinterher spioniere, wie gesagt, weil ich eben ihr Handy geguckt hatte. Mhm. Das heißt, sie weiß das, dass du da reingeguckt hast? Richtig, ja sicher, ich habe es ja darauf angesprochen. Mhm. Jedenfalls, die Frage ist, es gibt ja ganz gesagt, ja? Das, was mir nicht passt und das wir dann eben halt versuchen sollten, da was zu ändern. Mhm. Aber die Grundfragen ist, liebst du mich, lieb ich dich? Das ist die Grundfrage. Ja. Gut, so, ich hänge an ihr. Also und, das und kann ich ganz klar sagen. Was hat sie geantwortet? Von ihr kommt da nicht viel. Ja, so. Und somit ist die Sache doch schon klar. Mensch, Uli. Ich meine, du kannst 50 Mal sagen, ich liebe die Frau, aber du wirst nicht zurückgeliebt. Punkt. Du wirst seit Jahren, führt sie dir vor, dass sie im Prinzip keinen Bock auf dich hat. Und dass sie nicht mal, was ich noch schlimmer finde und was ich richtig wirklich empörend finde, dass sie auch keinen Bock auf ihre Kinder hat. Da müsstest du doch eigentlich einen Arsch in der Hose haben und sagen, ich ziehe da jetzt eine Konsequenz raus. Ich hechel dir nicht immer zu hinterher. Ich schaff das schon mit meinen beiden Kindern. Und du scheinst ja ein guter Typ zu sein, der das schon damals ein paar Mal oder eine ganze Weile sogar gut hingekriegt hat. Dann kriegst du das auch weiterhin. Das hat funktioniert. Ja, und die Kinder sind ja schon ein bisschen älter, dann ist es nicht mehr ganz so schwierig, vielleicht wie ganz am Anfang. Aber dann hast du doch mal, es ist doch auch eine Frage deines Stolzes. Du hängst doch da immer wie so ein bettelnder Wurm neben dir. Und hoffst darauf, dass sie in irgendeiner Gnade sich ein bisschen dir nähert. Was für eine Situation. Du liegst mit der jede Nacht im Bett und streichelst sie mal ein bisschen und wendet die sich ab. Das ist doch grauenhaft. Das ist doch schrecklich. Ja. Das geht doch auch nicht. Ich habe immer wieder so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Dann mit Uli, von was reden wir denn? Wir reden doch nicht von ein paar Monaten, wo das vielleicht so geht. Wir reden jetzt über Jahre, von denen du mir erzählt hast. Ja. Und da musst du doch auch irgendwann mal schnallen, dass es offensichtlich nicht funktioniert zwischen euch. Aber dann wiederum frage ich mich natürlich auch, warum ist sie dann zurückgekommen? Nur aufgrund meiner Bitten, weiß ich, sagen, okay, ich komme zurück. Ja, weiß ich, aus Bequemlichkeit vielleicht. Oder aus irgendwelchen anderen profanen Gründen vielleicht. Sie hat ein Dach über dem Kopf, sie kriegt alles, was sie braucht und... So. Ja, ist das schon ein Argument. Aha, das heißt, sie arbeitet gar nicht. Ja, sie geht ab und zu putzen. Mhm. Aber die Hauptfinde. Sie macht den Haushalt, also ist nicht so, dass sie jetzt faul zu Hause rumsitzt und nichts tut. Ja. Sie macht schon was. Wie auch immer, warum sie zu dir zurückgekommen ist. Mit Sicherheit wird es nicht der Grund sein, dass sie dich liebt, heißt begehrt und weil sie gerne eure Familie führen will. Mhm. Das wird mit Sicherheit nicht der Grund sein. Es wird irgendetwas anderes sein. Mhm. Also ich finde, dass du da schleunigst eine Konsequenz rausziehen solltest, Uli. Wirklich. Mhm. Wirklich. Wahrscheinlich sagen das alle Leute auch um dich herum. Ja. So, ja, kann ich leider nicht. Ihnen zeigen, was jetzt nicht so. Mhm. Ich denke mal, es ist beiden irgendwo bewusst. Mhm. Ja. Aber. Lieber Uli, mehr kann ich nicht sagen. Jo. Der Rest musst du durchziehen. So hart es dann auch ist und so bitter das auch ist. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und schöne Weihnachten. Jo, vielen Dank. Dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Jo. Tschüss. Und direkt geht's weiter mit dem Reinhold. Und Reinhold ist 83 wollte ich jetzt schon sagen. 38, hallo. Hallo Reinhold, guten Morgen. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Richtig. Ja. Du gehst mal bitte noch näher ans Telefon, du klingst so verwurstelt. Ja, geht's so besser? Ein bisschen besser, ja. Mhm. Ein bisschen besser, ja. Reinhold, 38, sagen wir es nochmal, damit keine Missverständnisse aufkommen. Genau. Um was geht's bei dir? Um was geht's? Ja, im Prinzip um für mich den schlimmsten Todesfall, den ich in meinem, ja, noch kurzen Leben eigentlich erlebt habe. Mhm. Wann war der? Der war, wenn wir heute mal vom 16. absehen, ich rede heute noch vom 15. Mhm. Im Prinzip am 14. gewesen. Also gestern, vorgestern? Ja, genau. Genau. Im Prinzip, für mich ist es eigentlich noch heute der 14., weil ich habe noch nicht geschlafen bis dato. Wer ist gestorben? Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Mhm. Wer ist gestorben? Es ist mein Vermieter gewesen. Wir wohnen zusammen in einem Haus. Mhm. Er hat halt, es sind zwei Familienhaus. Er hat mit seiner Lebensgefährtin die untere komplette Wohnung und ich habe oben die Dachgeschosswohnung. Mhm. Wir haben ein Bombenverhältnis. Also ich wohne seit 14 Monaten erst hier. Mhm. Aber das Verhältnis zwischen meinem Vermieter, der ist 60, und seiner Lebensgefährtin, die ist in meinem Alter, mhm. Vom ersten Augenblick
passte alles zusammen. Mhm. Und ja, unternehmungsmäßig alles, eigentlich recht viel gemacht, soweit es ihn durch seine Krankheit, er ist Dialysepatient seit vier Jahren gewesen. Also das wurde schnell eine Freundschaft und ging über das Vermieter-Mieter-Verhältnis hinaus. Ja, mhm. Also ja, man kann im Prinzip, wenn man von der Miete absieht, man kann nicht sagen, dass ich Mieter bin. Mhm. Das war ja zum Schluss jetzt die letzten vier Monate, was eigentlich ja ein Vaterersatz für mich, mhm, vielleicht. Das heißt, dieser Mann hat die letzten Wochen und Monate schon sehr schwer krank da niedergelegen und hat... Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich, also es war wirklich dieses, ja, ohne Vorwarnung, unverhofft. Ach so, er ist ganz plötzlich vorgestern gestorben. Ganz plötzlich, ohne jeglichen Vorzeichen. Wir haben am 13. haben wir uns noch wunderbar unterhalten, mhm, und... Wo ist er denn gestorben? Bei euch im Haus? Der ist bei sich im Haus gestorben und ja, so vom Ablauf her war es, ja, ich sag mal, es war so eine Vorsehung, das Ganze. Mhm. Wie meinst also du das? Die Vorsehung fing damals an, wo ich hier eingezogen bin, mhm, dass ich das Glück hatte, so ein Vermieterpaar zu kriegen. Ja, ja. Ja, und vom 13. oder vom 14. dann her gesehen, die Vorsehung hier im Ort ist einen Tag vorher noch ein älterer Herr gestorben, mhm, und hier gibt es eine Frau, die geht mit unserem oder mit seinem Hund immer spazieren, mhm, weil er halt das körperlich nicht schafft, mhm, und weil er halt sagt, dass ich hier am Haus, ich mache alles hier am Haus, mhm, genug zu tun habe, das macht die Martina, die läuft morgens und mittags und ja, nachmittags, wenn seine Lebensgefährtin kommt, dann macht sie das dann halt. War denn seine Lebensgefährtin dabei, als er gestorben ist? Gott sei Dank nicht. Er war alleine? Ja, was heißt Gott sei Dank nicht? Ja, eigentlich schon. Aber um es erstmal so der Reihenfolge so dir zu erklären, es war dann halt so, die Martina ist dann halt, oder nicht gelaufen mit dem Hund, sondern ich, mhm, morgens früh um 9, mhm, und ich gehe durch den Keller, ich gehe nicht durch die Haustür, ich habe einen Schlüssel, könnte ich alles machen, in die Wohnung rein, mhm, alles wäre alles kein Problem, nur ich, irgendwo ein bisschen Abstand möchte man doch noch wahren, ich gehe durch den Keller, mache dann halt die Kellertür auf und dann kommt halt der Hund von oben schon runtergelaufen. Mhm. Dann gehen wir halt so mal eine Runde und ja, dann das gleiche Spiel rückwärts, Tür wieder auf, läuft er hoch. Mhm. Und mittags, oder ja, dem Mittag war es dann halt auch 14 Uhr. Hm. Warte, mach's mal nicht zu ausführlich. Ja, wie war das denn? Du bist irgendwann dann hochgekommen und du hast den Mann gefunden. Ich bin hochgekommen, auch in die Wohnung rein, weil ich dann noch eine Reparatur machen wollte. Ja. Ja, rufe noch, wie sich das eigentlich so gehört, und gehe in die Küche rein. Ich sehe ihn in der Küche nicht, hm, diese Zeit. Und ja, da kriegte ich schon ein kaltes Schauern über den Rücken. Mhm. Dann bin ich ins Schlafzimmer rein und da sah ich ihn halt auf dem Bett sitzend, zur Seite liegend. Mhm. Und die Lebensgefährtin war aber nicht in der Wohnung? Die war arbeiten. Mhm. Und in dem Moment sagte ich dann halt nur, Scheiße, Jürgen, mach keinen Scheiß. Aus dieser Entfernung raus von 3-4 Metern bis, mhm, zum Bett. Dann bin ich halt hin und ich habe schon gesehen, dass er eigentlich blau war. Mhm. Das heißt, er war da schon verstorben? Puls gemessen, er war schon verstorben. Hm. Notarzt angerufen. Hm. Und dann kommt eigentlich, ja, das, was bei mir eigentlich so dieses Grausame war. Der Notarzt fragte mich, wie lange er schon tot wäre und ob eventuell die Leichenstarre schon eingesetzt hätte. Ja, das hat er dich gefragt? Hat er mich gefragt, ja. Hm. Weil es ging darum, ob er nun einen Hubschrauber schicken muss, ob noch Leben drin sein könnte oder nicht. Ich sage, ja, ich gehe noch mal schauen. Achso, das hat er dich am Telefon gefragt. Das hat er mich am Telefon gefragt, ja. Mhm. Und ja, so naiv wie ich war, packe ich ihn so am Kopf und heb ihn hoch. Mhm. In dem Moment ja, sprühte förmlich eine große Menge Blut noch aus seinem Mund. Ach. Und es, mhm, guckten mich, ja, es waren keine Augen, es war nichts. Ne? Ich, mhm, ich guckte in dieses Nichts rein. Mhm. Das heißt, durch diese Bewegung ist das Blut rausgekommen? Aus dem Mund, ja. Und du musstest in die starren Augen gucken?
ja, mir blieb nichts, ja, mir blieb nichts über, ich weiß es nicht. Es war so. Ne? Das heißt, dieses, wenn du jetzt sagst, du hast seit 2 Tagen gar nicht mehr geschlafen, mehr oder weniger, ist natürlich so eingebrannt. Ich habe Angst. Ich habe Angst davor. Wir haben uns. Also wo ist denn die Lebensgefährtin jetzt im Moment? Ist die in ihrer Wohnung? Ich war bis eben unten, weil das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, habe ich ihr nicht erzählt. Ich werde es ihr ja auch nicht erzählt. Ich hab sie auch gebeten, genauso wie von meinem Vermieter die Schwester, habe ich gebeten, sie möchten nicht reingehen. Sie möchten ihn so in Erinnerung behalten, wie er ist. Aber er ist doch jetzt längst abgeholt. Ja, jetzt ist er abgeholt. Mhm. Das ist richtig. Mhm. Ist ja dann denselben Abend dann halt noch passiert. Nur aber du bist auf jeden Fall jetzt allein in deiner Wohnung. Ich bin jetzt allein in meiner Wohnung. Und kannst nicht schlafen und bist völlig, völlig... ich bin am Ende. Das glaube ich. Das war heute um... Weißt du, am 15., also gestern quasi, war es halt so, um 16 Uhr kam der Pastor noch an, mit dem war so die Rede und ja, ich sprach auch, es war eine Vorsehung, dass ich hier eingezogen bin. Es war eine Vorsehung, dass ich ihn gefunden habe und nicht die Carola, seine Lebensgefährtin. Ja. Weißt du, Reinhold, ich finde immer, wenn man so aufgewühlt ist von so einem Ereignis, ist es völlig legitim, wenn man nicht schlafen kann und nicht zur Ruhe kommt, dass man doch mal eine Schlaftablette nimmt. Hast du sowas im Haus? Nein. Nehme ich nicht. Also du wirst es aushalten? Ja, was heißt aushalten? Nach außen hin, wie dein erster Gesprächspartner, ist man cool irgendwo in dem Moment. Ja. Nach innen hin, ich habe die Angewohnheit, alles runterzuschlucken. Mhm. Ne? Hast du denn jetzt viel mit der... Das, was ich jetzt, dieses Gespräch mit dir, ist im Prinzip das erste Mal in meinem Leben, dass ich über ein Problem mit mir spreche oder über mich spreche. Mhm. Ne? Was ich habe, was ich verarbeiten muss. Mit der Lebensgefährtin hast du nicht jetzt viel gesprochen darüber? Nein, über die Details habe ich nicht gesprochen. Ich habe ihr erzählt, wie ich mir aufgefunden habe. Ich habe ihr das mit dem Notarzt erzählt, also dass ich ihn angerufen habe und jetzt die Reihenfolge. Aber diese schlimme Sache, die du uns gerade erzählt hast, ist auch in Ordnung, dass du es ihr nicht so erzählt hast. Das ist ja noch schlimmer dann für sie. In der Hinsicht möchte ich sie schützen. Ja. Lieber Reinhold, weißt du, was ich jetzt gerne möchte? Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin ausführlich redest im Hintergrund. Sie wird dir sicher auch noch ein paar Tipps geben, wie du jetzt durch die Nacht kommst und was du die nächsten Tage tun solltest, um aus diesem Schock rauszukommen. Ich habe auch alles gemacht. Ne? Das war für mich dieses Paradoxe. Ich habe den Tag, den Tag noch ausgesucht. Ich habe die Todesanzeige geschrieben, ich habe mit den Bestattern gesprochen. Dieses Ganze, ne, das ist, meine klar, seine Lebensgefährtin, die ist fertig. Die wusste auch nicht viel mit sich anzufangen. Ne, das ist. Aber im ersten Moment habe ich gesagt, wie pervers ist das, was die jetzt nicht alles von einem wissen wollen. Ne, das ist alles so. So ist es aber. So ist es. So ist es, ja. Es ist die Realität, das ist richtig. Lieber Reinhold, ich bitte dich jetzt aufzulegen. Und dann wirst du von der Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Okay. Von ganzem Herzen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, wenn ihr uns gerne erreichen wollt. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt unter domian@wdr.de. Das ist unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. Und jetzt bin ich verbunden mit der Sarah. Sarah ist 18 Jahre alt. Hallo Sarah. Domian. Hallo Sarah. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich Sterbebegleitung bei meinem Vater mache und seit ich 12 bin auch bei Kindern. Du machst Sterbebegleitung im Moment bei deinem Vater? Richtig. Weil der so schwer krank ist? Genau, also er ist schwer pflegebedürftig und seit einem Jahr übernehme ich das alleine. Er hat die Krankheit, also er hat einen Hirntumor seit 15 Jahren und meine Mutter und ich, wir haben das, als ich 12, 13 war, habe ich angefangen, mich mehr in die Pflege zu involvieren. Ich habe ihn mehr unter die Arme gegriffen. Sie selber hat auch Krebs, ist jetzt momentan in vielen Krankenhäusern, wird auch therapiert und jetzt übernehme ich die Pflege alleine seit einem Jahr. Und der Vater ist bei dir, bei euch zu Hause? Richtig. Also. Und deine Mutter ist im Moment in einer Klinik? Ja. Hast du noch Geschwister? Ja, ich habe noch 3 ältere Brüder, aber die kommen mit der ganzen Geschichte nicht so gut klar wie ich. Die wohnen auch alle nicht mehr zu Hause und natürlich kommt Unterstützung in dem Sinne, dass sie dann
fragen, wie es mir geht und wie es ihm geht, und sie besuchen ihn auch regelmäßig, aber du musst dir das so vorstellen, er liegt quasi nur noch im Wohnzimmer, er hat ein Pflegebett, er hat 5 Maschinen, an die er angeschlossen ist, und ist sediert den ganzen Tag über zwischen 70% und 100%, ist unter Morphium, ist autistisch teilweise, bekommt nichts mehr mit, ist halbseitig gelähmt und das ganze Programm eben. Das heißt, er wird mit einer Magensonde ernährt? Genau, eine PEG-Sonde, ja. Und das machst du ganz alleine? Richtig. Mit deinen 18 Jahren? Ja. Das schaffst du? Da kommt kein Pflegedienst, der dir etwas hilft? Nein, also... Aber so ein Mann muss doch mal umgebettet werden zur Seite, er muss gewaschen werden, das kannst du doch körperlich gar nicht. Ich sag mal so, als das alles mit ihm anfing, bis vor einem Jahr, da war er noch wach, da konnte ich das noch nicht so machen, da haben meine Mutter und ich das zusammen gemacht. Eine Zeit lang kam ein Pflegedienst, aber damit kam er menschlich nicht klar. Und wir haben das respektiert. Wir haben auch respektiert, dass er von niemandem angefasst werden wollte, von keinen fremden Menschen. Ja. Und darum hat sie das dann immer gemacht. Und ja, wie gesagt, seit einem Jahr ist es so, dass ihm im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, so um diese Zeit, ist ihm eine Hirnarterie gerissen, die linke. Ja, und seitdem ist er quasi geistig weg. Also er merkt nichts mehr. Und er hat durch die PEG-Sonde drastisch abgenommen. Also das heißt, es ist schon machbar. Er ist momentan unterernährt. Ich muss jetzt darauf achten, dass er wieder ein bisschen mehr zu sich nimmt. Ach so, du meinst, das ist machbar für dich, weil er also so... Also körperlich ist es machbar. Weil er so abgenommen hat und so leicht geworden ist. Genau. Weil er nur noch Haut und Knochen ist. Richtig. Ich bin ganz, ganz fassungslos und erstaunt, dass du das, was du erzählst und dass du das schaffst. Also Pflegedienste kamen bis zum Juni noch ins Haus, weil ich da mein Abitur gemacht habe. Und dann kam der, wie gesagt, morgens ins Haus, und ich habe mich dann von nachmittags, als ich wieder da war, bis nachts, dann bis zum nächsten Morgen quasi wieder um ihn gekümmert. Also das haben wir dann aufgeteilt, weil ich da gemerkt habe, ich schaffe das nicht. Jemand musste in der Zeit bei ihm sein. Ich war im letzten Jahr meines Abiturs, das wollte ich nicht aufgeben. Ich habe es komplett durchgezogen. Es war machbar. Wie gesagt, er war sediert. Er hat nicht mitbekommen, dass jemand Fremdes bei ihm war. Also sediert heißt, dass er betäubt ist und das eben... Genau, unter Narkose. Also quasi ähnlich zwischen 70% und 100%. 100% vergleichbar mit künstlichem Koma. Jetzt quasi bist du 24 Stunden für ihn bereit. Richtig. Du hast dein Schlafzimmer so in Hörnähe zu dem Wohnzimmer? Das also wir haben mehrere Zimmer über Monitorbewachung. Also sämtliche Maschinen, er hat insgesamt 5 Stück, sind in jedem Zimmer quasi, ist ein Fernseher, die laufen permanent morgens bis abends. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, wenn ich reingehe, dann sehe ich seine Werte überall. Wenn ich jetzt in meinem Zimmer bin quasi, dann schaue ich immer auf den Bildschirm und da sehe ich dann, okay, der Puls variiert jetzt von da nach da. Die Maschinen schlagen auch Alarm, auch seine Nahrungspumpe machen Signal kurz bevor sie fertig ist. Also es ist alles elektronisch, dass ich da nur noch hinrennen muss. Und deine Mutter ist auch krebskrank und in einer Klinik? Richtig. Und ich selber habe auch Krebs und mit 4 Jahren bekommen, Leukämie, und habe da, als ich 12 war, angefangen, mich um andere Kinder zu kümmern, und mache jetzt unter anderem, eben seit ich 12 bin, auch Sterbebegleitung bei Kindern. Ich bin ganz erschlagen, muss ich dir sagen. Ich bin ganz erschlagen, was du mir erzählst. Und kann es gar nicht irgendwie auf die Reihe alles kriegen. Nochmal zu dir, ist denn deine Krebserkrankung im Griff oder geheilt? Nein, geheilt nicht. Also seit 3 Jahren habe ich einen Stillstand. Wie gesagt, ich habe mit 4 Jahren Leukämie bekommen. Meine Lebenserwartung war bis zu meinem 6. Lebensjahr. Meine Mutter hat andere Ärzte für mich gesucht. Sie hat das selber in die Hand genommen. Und dank ihr lebe ich heute noch. Mit 14 gab es eine drastische Phase, da bin ich einmal in der Nacht, ich glaube dreimal oder sowas, gestorben, hatte eine Patientenverfügung, die nicht wiedergefunden wurde. Hätte man die wiedergefunden, dann wäre ich jetzt tot, weil man mich nicht wieder hätte wiederbeleben dürfen. Wie alt warst du da? 14, das war auf meinen eigenen Wunsch hin. Da hattest du schon eine Patientenverfügung? Genau, meine Mutter hat das für mich in die Wege geleitet, auf meinen Wunsch hin. Ja. Und ja, weil man diese eben in Anführungsstrichen dann verschlammt hat, ist es so, dass man mich wiederbelebt hat, und seit 3 Jahren dann habe ich jetzt einen Stillstand erreicht, und jetzt vor ein paar Wochen, als ich bei der Biopsie war, habe ich jetzt die Diagnose bekommen, dass die Leukämie wieder ausbricht. Aber ich habe noch Zeit, das heißt, ich fange im nächsten Jahr meine Therapie an. Das heißt, du bist doch jetzt so unglaublich beansprucht durch deinen Vater, durch die Pflege deines Vaters. Du hast gerade gesagt, ich mache Totenbegleitung, Sterbebegleitung. Richtig. Das heißt, du und ihr geht davon aus, dass dein Vater bald sterben wird. Richtig, also er sollte schon vor Wochen in Anführungsstrichen tot sein, und eben dadurch, dass wir uns intensiv um ihn kümmern, dass wir ihm quasi gar keine Gelegenheit lassen, ist es so, dass er noch lebt. Die Ärzte wissen nicht, warum er noch lebt, wir selber wissen es auch nicht.
Gibt es denn Überlegungen bei dir oder auch im Kreise der behandelnden Ärzte, dass man die Magensonde entfernt und eben eventuell so das Sterben leichter erleichtert? Ja, natürlich ist es auch so, dass er in den letzten Wochen auch wirklich quasi von Tag zu Tag hat er immer irgendwelche Anfälle, wo ich denke, okay, wenn du jetzt nichts machst und jetzt einfach stehen bleibst, dann stirbt er diese Nacht. Aber auf der anderen Seite habe ich die Überlegung, wie gesagt, er hat das seit 15 Jahren. Es gab immer Momente, die wirklich ziemlich weit unten waren, wo meine Mutter und ich immer darüber gesprochen haben, irgendwas hält ihn selber an Leben. Als er. Gibt es denn jetzt noch auch nur einen Funken, einen kleinsten Funken? Überhaupt nicht. Nein, gar nichts mehr. Er ist definitiv todkrank. Genau. Er wird nie wieder sich erholen und es ist einfach nur ein Warten noch auf den Tod. Genau, er vegetiert vor sich hin, wir wissen nicht, was er mitbekommt. Ich rede am Tag mit ihm, ich lasse Musik laufen, seine Lieblingsfilme. Wenn ich mit dem Fernsehen schaue, dann sitze ich da, dann erzähle ich ihm viel, ich streichle ihn und... Ich habe es gerade nicht richtig verstanden, warum habt ihr euch dafür entschieden, die Magensonde noch in Funktion zu lassen? Weil wir denken, dass ihn irgendetwas am Leben halten muss, seine Willenskraft, weil als er selber noch gelebt hat, hat er gesagt, er will so lange bei seiner Familie sein, er möchte so lange irgendwas auch nur mitbekommen, bis er selber sagt, dass es ihm reichen würde. Und aus medizinischer Sicht müsste er schon seit Wochen, Monaten tot sein, aber aus unerklärlichen Gründen lebt er noch. Und aber dann bist du, das sage ich jetzt ohne Pathos, oder dann bist du der Engel deines Vaters. Der Engel für deinen Vater. Ich weiß es nicht. Also. Ja, das klingt aber sehr so, finde ich. Aber aller Respekt gebührt dir, was du tust und was du leistest. Und ich kann mir auch vorstellen, dass deine eigene Erkrankung und die Erfahrungen, die du damit gemacht hast, dass die dich sehr früh geprägt haben und auch sehr reif werden ließen, dass du eben mit 18 Jahren solche Sachen schaffst, was manche 18-Jährige natürlich nicht auf die Reihe kriegen würde. Also es ist auch wirklich so, dass ich mich jetzt mein ganzes Leben lang, wie gesagt, mein Vater hat die Krankheit bekommen, direkt nach meiner Diagnose, fiel seine Diagnose. Das heißt, die ganze Familie ist mit unseren beiden Krankheiten quasi aufgewachsen. Meine Mutter hat ihre Diagnose bekommen, dann als ich 8 war. Ja. Was ist das für ein Krebs, den deine Mutter hat? Unterleibskrebs. Ja. Gibt es denn da eine realistische Hoffnung, dass sie sich wieder erholt? Also bei ihr schon, es wird nie immer therapierbar sein. Die Ärzte sagen, sie wird letzten Endes auch daran sterben. Nur momentan ist der Krebs therapierbar und voraussichtlich hat sie noch gute 5 Jahre. Aber was für eine schwere Situation auch für deine Mutter. Sie liegt irgendwo in einer Klinik. Natürlich. Und weiß, ihre Tochter Sarah sitzt alleine zu Hause und pflegt den todkranken Vater. Aber wie ich habe immer gesagt, auch als ich dann 12 war, da war es dann so, dass ich dann das erste Kind auch in den Tod begleitet habe. Danach bin ich dann nach Hause gegangen und da habe ich dann auch zu meiner Mutter gesagt, ab heute an sind wir ein Team. Warum hast du das damals gemacht? Warum hast du die Nähe zu sterbenden Kindern gesucht? Ja, das war keine direkte Suche. Also ich habe, als ich 12 war, habe ich mitbekommen, dass meine Mutter ihre Telefonnummer im Krankenhaus hinterlassen hat für andere Ehepartner oder andere Menschen, denen ähnliche Schicksale gebühren sind. Und ja, ich habe gemerkt, wie viele Leute eigentlich dann auch zu Hause bei uns anrufen und ihre Hilfe ersuchen. Dann dachte ich, dass es bestimmt auch irgendwo Kinder gibt, dessen Eltern oder Geschwister auch ihren Tumor haben und die ähnliche Hilfe brauchen, Erfahrung brauchen. Wir hatten bis dahin schon Erfahrungen gesammelt. Dann habe ich das auch gemacht und so kam es dann auch dazu, dass ich dann irgendwann zu Eltern gekommen bin, zu denen ich dann näheren Kontakt aufgebaut habe und dessen Kinder dann irgendwann gestorben sind. Ja. Die haben dann auch gesagt, die kommen damit nicht klar, die schaffen das nicht. Und du hast ihnen geholfen? Und ich habe denen dann geholfen. Oder dann, als ich mal zufälligerweise auf einer Intensivstation war, habe ich dann so einen 5-jährigen Jungen liegen sehen, der gestorben ist in der Nacht. Ich habe intuitiv gespürt, der wird sterben und die Ärzte sind immer auf und ab gelaufen. Keiner war eigentlich bei ihm, Eltern waren nicht da, er lag da alleine. Hat mich angeschaut, bin ich reingegangen, habe mit ihm geredet und er ist dann quasi so in den Armen gestorben von mir. Und seit diesem Tag an, ich weiß nicht wie viele Kinder schon, 50, 70 oder sowas. In deiner Anwesenheit verstorben sind. Genau, also die ich dann in dem Arm gehalten habe. Ich habe ihnen dann erklärt, was passieren wird, dass sie keine Angst haben brauchen. Und bin dann danach, entweder dann auf den Wunsch der Eltern bin ich da gewesen oder weil eben keiner da war. Mittlerweile in ganz vielen Krankenhäusern kenne ich auch schon Ärzte, Krankenschwestern, die rufen mich dann auch schon an und sagen, hör zu. Kannst du sagen, Sarah, was das für dich bringt, klingt zu lapidar, zu salopp, was das für eine Wirkung auf deine Person hat, wenn du so viele Menschen in den Tod schon begleitet hast? Ja,
Also ich sag mal so, ich bin mit der Zeit da reingerutscht. Also es war nie definitiv mein Wunsch, dass ich sowas mache. Es ist auch im Endeffekt so, dass ich im Prinzip nichts davon habe. Weil wenn man ein Kind sieht, die auf unterschiedliche Weise da liegen und sterben, sprich, wenn jetzt ein Kind ist, was an Krebs stirbt oder eins, was an irgendeinem körperlichen Missbrauch da liegt und an deren Verletzung stirbt, das nimmt einen natürlich mit. Ist es vielleicht auch so eine Form für dich, dass du mit deinem eigenen Schicksal dadurch vielleicht meinst, besser zurechtkommen zu können, indem du dich auch konfrontierst mit diesen schweren Schicksalen anderer Kinder? Natürlich, ich sehe dann ja direkt, was dabei passiert. Mhm. Und dann hast du denn, nachdem du jetzt schon so viel Tod erlebt hast, Angst vor dem Tod? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, es ist für dich keine Schreckgedanke, dass du vielleicht auch sterben wirst, früher als andere? Also wie gesagt, jedes Jahr, jeder Tag, jede Woche quasi, jede Stunde, die ich jetzt noch lebe, die ist ein Geschenk, seit ich 8 bin. Mhm. Ich weiß, das Geschenk zu würdigen, und seit diesem Tag ist es eigentlich wirklich so, meine Lebenserwartung war bis 8, ich lebe noch, und ich denke auch, es hat irgendeinen Sinn, die Leute konfrontieren mich, die Leute ersuchen mich, sagen, ich bin ihre letzte Hoffnung. Jetzt bist du 18 Jahre alt. Richtig. Ein junges Mädchen von 18 Jahren alt. Gibt es da auch etwas, was junge Mädchen, 18-jährige Mädchen sonst so tun? Gehst du auch mal in die Disco? Geht das? Hast du einen Freund schon mal gehabt? Also Freund habe ich. Hast du? Hast du im Moment? Im Moment auch, ja. Und wie kriegst du kannst doch eigentlich nie aus dem Haus gehen. Wie kannst du dich mit dem Freund treffen oder mal was unternehmen? Also das mache ich dann, indem ich dann auch zum Beispiel einen Pflegedienst anrufe, zwar mit einem schlechten Gewissen neben meinem Vater gegenüber. Ach so. Aber es ist nun mal so, dass ich auch noch ein Leben habe. Jetzt zwar nicht so ein ausgeprägtes Leben wie andere 18-Jährige, aber... Gibt es so ein Kontrastprogramm, dass du bei all dem Leid und den Schmerzen und dem Tod auch mal völlig ausklingst und tanzt und irgendwas, was Ausgeflipptes und Lustiges machst? Das habe ich früher immer recht häufig gemacht. Da hatte ich viele Nebenaktivitäten, viele Hobbys, die ich ausgeübt habe, war viel mit Freunden unterwegs. Aber jetzt gerade im letzten Jahr habe ich das eigentlich zurückgeschraubt. Also wie du schon sagst, ich bin eigentlich überwiegend nur noch hier. Oder ich pendel zwischen Krankenhaus und hier sein, Krankenhaus bei meiner Mutter und wieder hier sein. Und also momentan ist es so, dass ich mein Leben, seit ich erfahren habe, dass es mit meinem Vater jetzt langsam zu Ende geht, ist es so, dass ich mein Leben ein bisschen zurückgeschraubt habe. Weil ich weiß, er hat nur noch wenige Tage, vielleicht auch nur noch Stunden, wie ob er morgen aufwacht oder ob er morgen noch atmet, wissen wir alle nicht. Und da habe ich dann für mich selber gesagt, ich schraube mein Leben zurück, ich bin jetzt für ihn da, ich mache jeden Tag für ihn zu etwas Besonderem, weil wenn er gestorben ist, es klingt zwar jetzt in dem Sinne makaber, aber dann fängt mein Leben an, weil ich habe ja noch ein Leben vor mir. Sarah, ich glaube, alle Menschen, die jetzt zuschauen und zuhören, sind bis aufs Tiefste beeindruckt. Dankeschön. Das bin ich auch. Und ich habe höchsten Respekt vor dir. Du bist eine ganz, ganz tolle junge Frau. Danke. Eine ganz tolle junge Frau. Also mir fehlen eigentlich die Worte. Und ich gucke auf die Uhr, wir haben uns schon lange unterhalten. Ich könnte mich mit dir eine ganze Stunde noch unterhalten. So interessant ist das. Danke. Ich wünsche dir wirklich alle Kraft dieser Welt. Danke. Alle Kraft dieser Welt. Und dass du von all dem Guten, was du gibst, auch etwas zurückbekommst. Hoffe ich auch. Ich wünsche es dir so sehr, wirklich. Und wünsche dir vor allen Dingen, dass deine Mama bald nach Hause kommt und dass die wieder einigermaßen fit wird. Und für deinen Vater, so hart oder so traurig das auch klingt, ich wünsche ihm dann doch vielleicht einen baldigen und erlösenden Tod. Ja. So wie er es möchte, so muss man das ausdrücken. Genau. Wie es für ihn das Beste ist. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Jana. Und Jana ist 21. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jana. Ja, also ich möchte darüber reden. Ich habe am 24.03.2005 geheiratet. Mhm. Und ich war eigentlich sehr glücklich in meiner Ehe. Mhm. Also ich kenne meinen Mann schon sehr viele Jahre, bis ich ihn geheiratet habe. Und als ich ihn geheiratet habe und er sich ein Kind von mir wünschte, hat er mich dann verlassen. Ja, nee, jetzt musst du entschuldigen. Ich war jetzt gerade noch so eingenommen von dem Gespräch mit deiner Vorgängerin. Ja, das war sehr berührend. Dass ich jetzt nicht gerade richtig hingehört habe. Hast du in diesem Jahr geheiratet oder im Jahre 2003? 2005 habe ich ihn geheiratet. 2005, entschuldige bitte. Im März. Im März, ja, hast du geheiratet. Und dann war er weg? Ja, dann war er weg. Für einen anderen Mann. Für einen anderen Mann? Ja.
Hattest du denn da vorher irgendwie eine Ahnung von, dass er auch auf Männer steht? Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich, er hat es immer abgestritten, weil er hat immer gesagt, ja, die anderen denken, ich bin homosexuell und ja, ich habe das nie geglaubt und habe ihn halt dann trotzdem geheiratet, wurde im April schwanger. Ja. Er hat sich das Kind sehr mit mir gewünscht. Ja. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, hat er mich Hals über Kopf verlassen. Ja. Und ja, dann... Und hat er sich dann während der Schwangerschaft nicht um dich gekümmert? Nein, überhaupt nicht. Und als das Kind dann auf die Welt gekommen war, auch nicht? Nee, das kam gar nicht so weit, weil er mich in der Schwangerschaft, also ich habe mich 5 Mal mit ihm getroffen. Mhm. Und er hat gesagt, ja, ich will das Kind nicht, und lass mich hier in Ruhe. Und auch wenn ich mir das gewünscht habe, aber ich möchte dieses Kind nicht, dann kam es zu einer Abortausschabung. Mhm. Und das Problem ist, dass ich halt nicht wieder schwanger werden kann. Mhm. Das war ihm vollkommen egal. Mhm. Und ja, er hat, also da... Warum kam es denn zu dieser Ausschabung? Er hat mich psychisch total unter Druck gesetzt. Ja. Fällt mir bis heute noch schwer, darüber zu reden. Ja. Er hat unsere gemeinsame Wohnung gekündigt, er hat mein Konto abgeräumt, ja. Er hat mich schwanger sitzen lassen und ja, also ich lag auf der Intensivstation, weil ich sehr viel Blut verloren habe bei dieser Operation. Also du warst psychisch so fertig, dass du ins Krankenhaus gekommen bist? Ja. Weil also der Auslöser war die psychische Belastung? Ja. In welchem Monat ist das dann passiert? In der 8. Woche. In der 8. Woche? Ja. Mhm. Also schlimme Sachen sind passiert? Ja. Und du gibst ihm auch die Schuld, dass es dazu gekommen ist, weil er dich dann so unter Druck gesetzt hat und ja nicht zu dir gestanden hat. Ja, genau. Mhm. Und wir haben uns versucht, danach mehrmals wieder anzunähern, aber bei mir war das Vertrauen komplett weg. Mhm. Ich hatte kein Vertrauen mehr zu ihm. Mhm. Und ich habe mir dann eine Wohnung genommen. Ja. Und er ist dann wieder zu mir zurückgekommen, hat gesagt, dass er das doch alles nicht so gemeint hat. Mhm. Und Mitte November hat er mich dann wieder verlassen. Mhm. Und hat mich mit allem wieder alleine da stehen gelassen und hatte vorneweg wieder gesagt, dass er doch ein Kind von mir möchte, obwohl das eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Und ich habe mich total verarscht gefühlt und bin eigentlich mit den Nerven total am Ende. Ich höre es, ich höre es. Ich höre es. Und das ist ja auch eine komplizierte Geschichte, die du da hinter dir hast und ein Hin und Her und irgendwie gar nicht so einfach auseinander jetzt zu kriegen. Ja, ich mache mal einen Vorschlag. Die Sendung ist nicht mehr lange. Mhm. Ich möchte aber auf jeden Fall, dass wir dir gerecht werden. Und das geht jetzt nicht, wenn ich noch 1:30, 1:30 mit dir spreche, weil das ist zu kompliziert und zu komplex. Ich möchte, dass wir dich jetzt zurückrufen. Und dann können wir in Ruhe im Hintergrund beraten, was zu tun ist und was das Klügste ist. Okay? Okay. Dann machen wir es so. Ja, das ist ganz klar. Also ich möchte nochmal sagen, deine Sendung ist super toll und ich schaue sie wirklich immer sehr oft an. Sehr nett von dir. Und ich finde immer, die Menschen, die sprechen, das ist wirklich sehr berührend und ich denke, dass es wirklich noch Menschen gibt, denen es wirklich schlechter geht als mir, wo ich das gehört habe mit dieser Sterbehilfe. Ja. Und die Frau, die gesprochen hat, das war wirklich sehr berührend. Liebe Jana. Es gibt mir immer Auftrieb und mir immer zu sagen, dir geht es noch nicht so schlecht. Ja, und ja. Liebe Jana, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, alles klar. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, und ganz kurz haben wir noch den Walter hier. Und Walter ist 66. Guten Morgen. Hallo? Ja. Hallo, Walter. Ja. Ja. Hallo. Guten Morgen, Walter. Hallo, Domian. Ja, schön, dass du noch da bist. Als recht schönen Dank für das ganze Jahr, wo ich euch zugehört habe, möchte ich euch ein Weihnachtslied spielen zum Abschluss von diesem Jahr. Ach, das ist aber nett. Und allen Zuhörern, die rundherum zuhören. Und zumindest dem Mädchen, das von 18 Jahren, das habe ich damit gekriegt. Dann würde ich sagen... besonders hier das Lied an Sie. Ja, das ist sehr lieb von dir. Ich würde sagen, du legst gleich los, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Ja, ja, ich spiele sofort. Bitte, ja, wir freuen uns. Ja. Thank you.
Lieber Walter, du rührst uns ja alle zu Tränen. Wie nett von dir. Das hast du mit dem Schifferklavier gespielt. Das wollte ich nicht, aber eine schöne, besinnliche Weihnachten. Ich danke dir sehr recht herzlich. Ich wünsche dir und allen Zuschauern und Zuhörern auch wirklich schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ich hoffe, dass wir uns in alter Frische das wiedersehen. Ich auch. Bis dann im nächsten Jahr. Genau, wir sind am 8. Januar sind wir wieder hier. Ja. Und spiel du auch Weihnachten so schön.